Vorführung des Modells Kubus 1. Kubus 1 hat die Idee, die Menschen, vorwiegend in dem Fall die Kinder, zu inspirieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich sofort über das Medium Malerei mit dieser Inspiration auseinanderzusetzen und auszudrücken. Wir haben hier Außenelemente, schwenkbar, 270 Grad, können ganz angelegt werden bis an den Kubus. Über ein Magnetsystem rasten sie dann ein. Man kann 2, 3 oder auch 4 oder eventuell einen oder auch gar keinen Seiten- bzw. Außenflügel, also so ein Zusatzelement aus Plexiglas, anbringen. Diese Plexiglas-Elemente sind sehr massiv, 6 mm und haben einen Metallrahmen. Im Innenbereich gibt es nochmals 2 Elemente. Diese Elemente sind, ich mache mal den Deckel auf, so. Diese Elemente sind, wie kann man es sehen, ebenfalls schwenkbar bis 90 Grad. Das heißt, man kann sie von einer Innenseite zur anderen schwenken und damit erreichen, dass die äußeren Gemälde mit dem inneren Gemalten in Zusammenhang gebracht werden. Also entstehen neue Perspektiven und zwangsläufig auch der Eindruck, dass diese gemalten Inspirationen jetzt Teil des ursprünglich inspirierenden Werks, also hier dieser aus äußeren Malerei, zugehören. So, man kann die Arbeiten, die Flügel im Inneren auch diagonal zusammensetzen. Dazu bedient man sich am Rahmen, am Holm angebrachter Magneten, die das Ganze stabilisieren. Und so entstehen verschiedene Räume im Inneren, die man durchschreiten kann. Ja. Sowie natürlich, wenn man eine andere Position bevorzugt, auch hier der Kubus durchschritten werden kann oder eventuell ein wenig diagonal durch die Seiten. Man hat bei dieser Konstellation also 2 Außenflügel und 2 Innenwände, hat man die Möglichkeit, zwischen 8 und 12 Kinder gleichzeitig malen zu lassen. Das Ganze ist für den Außenbereich konzipiert, ist also wetterbeständig, hat ein begehbares Dach. Wir haben die Außenwände mehrfach versiegelt und lackiert. Und wir können das Ganze in 2 Größen bauen. 1,60 m mal 1,60 m mal 1,60 m oder 2 Meter hoch 3. Ja, die Seitenwände, die transparenten Flügel werden natürlich nicht mit einer permanenten Farbe dann bemalt von den Kindern, sondern mit Fingermalfarben. Ich denke aber, das ist klar, es muss ja natürlich immer wieder abwaschbar sein. Man muss das Werk ja erneuern können. Das ist ein interaktives Werk, was natürlich auf Dauer auch interaktiv bleiben soll. Ja, dazu gibt es noch ein schriftliches Konzept und auch eine kleine Videoanimation mit einem Text, nochmal einer Beschreibung. Wir können hier gut sehen, wie das wirkt, wenn die Flügel innen ganz aufgeklappt sind. So, viel Freude!